Nach langem Hin und Her hat sich ja nun auch die dritte Fußballliga dazu entschieden, die Saison zu Ende zu spielen. Und das könnte sich für den einen oder anderen Verein noch lohnen. Wenn wir uns nach der langen Corona-Pause mal die Tabelle anschauen, dann fällt auf, huch, Hansa Rostock steht ziemlich gut da und könnte sogar noch die Aufstiegsplätze erreichen. Ob im Spiel gegen Zwickau heute 2 Punkte verloren oder einer gewonnen wurde, das entscheiden Sie mal selbst. Es ist die 73. Spielminute, die das Stimmungsbild heute prägt. Das letzte Tor des Tages, das der Zwickauer zum Ausgleich und das, welches Jens Hertel fast körperlich Schmerzen bereitet. Hinter ihm liegt ein Nachmittag, der ihn gefühlsmäßig von ganz oben nach weit unten befördert hat. Wir haben jetzt ohne Führung aus der Hand gegeben, ein Spiel, was wir eigentlich kontrolliert haben. Ein bisschen weggeschenkt, das ist eben total ärgerlich. Die Mannschaft ist auch total sauer mit sich und dass es dann halt nicht cleverer war, um das Spiel dann eben doch auch zuzumachen. Doch der Reihe nach. Zunächst bringt ein Foul im Strafraum an Hansas Nummer 18, John Verhoek, den Gästen in der 22. Minute einen Elfmeter ein. Nico Granatowski tritt an. 1:0. Nach 82 Tagen Pause ist wieder Jubeln angesagt. Mit am lautesten Beifall von draußen kommt da von Jens Hertel. Die tausenden Fans aber, sie fehlen. Ja, es ist ein Spiel 11 gegen 11. Natürlich fehlen die Zuschauer und ein paar Emotionen, aber am Ende ist es so, wie es ist. Die Rostocker machen das Beste draus, kommen immer wieder zu Chancen, weil sie schnell spielen, zielstrebig sind und dann giftig. Granatowski allen voran. Der Torschütze wieder brillant und von hinten kommt Verhoek. John Verhoek und Hansa liegt 2:0 vorn. Eine starke, eine unterhaltsame erste Hälfte mit Granatowski, dem Mann des Spiels bis dahin. Dann die zweite Halbzeit und unerwartet wird vieles anders. Zwickau, abstiegsgefährdet, aber nicht ohne Moral. 60. Minute, der Anschlusstreffer. Vorausgegangen eine unglückliche Aktion von Hanslik, der hier dem Zwickauer Miatke den Ball in den Lauf spielt. Das 1:2. Der Sprung unter die Top 5 der Liga wäre für Hansa drin gewesen mit einem Dreier. Doch es bleibt Konjunktiv. Denn das ist sie, die angesprochene 73. Minute, das letzte Tor, das noch einmal alles ändert. Wenn du so eine Spiele, wo du besser bist, wenn du die verlierst, dann oder eben bloß einen Punkt holst, dann reicht das nicht. Schließlich bekommt auch noch Verhoek nach einer fragwürdigen zweiten gelben Karte gelb-rot. Das fühlt sich heute wirklich nicht wie ein Punktgewinn an. In der Wendezeit verschwanden im Osten ja viele Denkmäler, kommunistische